So, also Aufgabe 13d, da ist eine Formel gegeben. Was sagt uns die Formel? U von T? Q von T, ja. Also ist es wieder eine Ladung gegeben. Q von T, also Q von in Klammern T, Ladung in Abhängigkeit der Zeit ist 10 Ampere Sekunden. Das ist ja schon mal gut, weil das die Einheit der Ladung ist. Okay. Und dann muss da noch ein T wahrscheinlich stehen durch 5 Millisekunden. Ja, sowas in der Art. Okay, sehr gut. So. Genau, und das T, was wir dann da einsetzen, sind positive Zeiten, für die diese E-Funktion gegeben ist. So, jetzt kann man sich überlegen, mit E-Funktionen haben wir uns auch schon mal beschäftigt in einer anderen Übungsaufgabe, ich weiß nicht, der Nummer 3 oder der Nummer 5 oder sowas. Da gab es sowas mal mit Spannung und Strom an einer Induktivität. Da war ein Strom gegeben und den musste man ableiten und dann ist die Spannung rausgekommen. Ja, U ist L mal die I nach dt. Und ich meine, im Prinzip machen wir jetzt hier natürlich sowas Ähnliches, bloß dass da eine Spannung, eine Ladung steht und kein Strom, ja, also an der, ich weiß nicht mehr, welche Aufgabennummer das war, aber da war mal sowas Ähnliches mit U von t ist L mal dI von t nach dt und da war die Stromfunktion war genauso gegeben, dann musste man die ableiten und dann kam eben die Spannung raus, und das sollte man beides zeichnen und genau sowas ist jetzt hier in der Aufgabe vermutlich auch gesucht, weil also das ist das, was gegeben ist und was ist gesucht in der Aufgabe. Was soll man ausrechnen? Den Strom wahrscheinlich, richtig? So, und wie kriegen wir den Strom jetzt wieder in dem Fall raus? Wie haben wir den Strom in der vorherigen Aufgabe ausgerechnet und was wird jetzt wohl vermutlich auch in dieser Aufgabe wieder funktionieren? Ihr könnt ruhig mit mir sprechen und kommunizieren. Also ich meine, genau darauf kommt es an, ja? Also ich meine, ich weiß nicht, ich kann mir das auch alles selber aus der Nase ziehen, aber das ist nicht Sinn und Zweck und Idee dieser Übungstermine. Also ich versuche schon, euch auf den richtigen Weg zu locken, aber ein bisschen mitkommen und hinter mir herlaufen müsst ihr auch schon, ja? So, also wir haben eine Ladung gegeben, laut Aufgabenstellung, richtig? Und wir wollen vermutlich einen Strom ausrechnen, laut Aufgabenstellung. Ist das so? Kann ich mich erstmal dem nachfolgen wissen, was steht denn in der Aufgabe drin? Also D ist wirklich einfach nur die Formel. Ja gut, aber ich meine, dann steht ja vielleicht oberhalb der Aufgabenteile steht ja vielleicht, was man irgendwie so machen soll. So, und vermutlich den Strom ausrechnen, was wollen wir jetzt hier sonst machen und tun? So, und wie kriegen wir jetzt den Strom raus aus der Ladung? Was müssen wir mit der Ladung machen, um den Strom auszurechnen? Genau, wir rechnen wieder diese Ableitung aus, ne? Das haben wir gerade schon mal irgendwie gemacht. Das war einigermaßen erfolgreich. Warum sollten wir das nicht wieder tun? Ja? Da fällt mir dieser alte Mathematikerwitz ein. Also, Mathematiker wird gefragt, du siehst ein brennendes Haus und was machst du jetzt? Und da denkt der Mathematiker lange drüber nach und lange drüber nach und kommt zu dem Ergebnis, da muss ich die Feuerwehr rufen. Ja, wenn das Haus brennt, muss ich die Feuerwehr rufen. So, und einen Tag später wird der Mathematiker gefragt, du siehst jetzt ein Haus, was nicht brennt. Was machst du denn dann? Und dann denkt der Mathematiker nach und sagt, ich zünde das Haus an und dann rufe ich die Feuerwehr, weil auf die Art und Weise kann ich ein unbekanntes Problem auf ein bekanntes Problem zurückführen und das Problem lösen. Ja? So. Und das
also das haben wir ja gerade schon mal gemacht, das war nicht unerfolgreich, also machen wir das mal wieder. So, bloß dass das jetzt eine andere Funktion ist. Also gucken wir auf diese Funktion drauf und überlegen uns wieder, wie können wir jetzt diese Funktion hier oben ableiten. Ja, also, ja, schon mal nicht verkehrt. Ja, also gucken wir mal, was das hier vorne ist. Also das hier vorne ist, steht mal dahinter, ja, das ist auch wieder ein Faktor und ein Faktor, der nicht von t abhängt, einfach ein konstanter Faktor. Und dann sagt uns die Faktorregel, wenn wir einen konstanten Faktor haben, der nicht von t abhängt oder nicht von unserer Variable, nach der wir ableiten, dann schreiben wir den einfach davor. So, also die 10 Ampere-Sekunden kann ich einfach abschreiben. Weil es ein konstanter Faktor ist, das sagt uns die Faktorregel. So, dann bleibt ja noch diese Klammer hier über. So, und was ist diese Klammer jetzt von der mathematischen Struktur her? Was ist die letzte Rechenoperation, die man hier ausrechnet, wenn man das ausrechnet? Die Klammer. Ein Minus. Ja? Also ist es wieder sowas wie eine Summe. Ja, ob ich jetzt nur Plus rechne oder Minus rechne, ist egal. So, und für die Summe, haben wir gerade schon diskutiert, gilt eine Summenregel. Und die Summenregel sagt uns, wir können jeden Summanden einzeln ableiten. Also gucken wir uns mal den ersten Summanden an. Was ist der erste Summand? Eine Konstante. Wenn wir die Konstante ableiten? 0. Genau. Also haben wir einen zweiten Summanden noch übrig. Und jetzt müssen wir diesen zweiten Summanden ableiten. So, und der zweite Summand? Genau, ist eine E-Funktion, die E-Funktion abgeleitet ist wieder eine E-Funktion, die minus 1, die ich mir da vordenken kann, ist sowas wieder wie so ein konstanter Faktor, den ich einfach abschreibe. Also wird daraus minus E hoch minus T durch 5 Millisekunden, weil die Ableitung der E-Funktion ist die E-Funktion. So, aber sind wir jetzt schon fertig? Nein, noch nicht. Was fehlt noch? Das ist auch wieder eine verkettete Funktion. Wir haben ja nicht einfach e hoch t, sondern wir haben e hoch irgendwas mal t. So, und also die äußere Funktion ist die E-Funktion. Die äußere Ableitung haben wir schon. Jetzt müssen wir noch die Ableitung der inneren Funktion machen. Als innere Ableitung dahinter schreiben. So, und was kommt raus, wenn ich das hier drin nach t ableite? Ja. Ich versuche es mal nochmal einmal hier ein bisschen umzuschreiben. Ne, ich kann ja auch aus e hoch minus t durch 5 Millisekunden, das kann ich ja auch schreiben als e hoch minus 1 durch 5 Millisekunden mal t. So, und wenn ich jetzt das nach t ableite, bleibt da was über oder kommt da was bei raus? Wenn ich 2x nach x ableite, kommt da was bei raus? Eine 2. Ja, und wenn ich minus 1 durch 5 Millisekunden mal t nach t ableite, kommt da was bei raus? Genau, der Faktor, der davor steht. Ja, also minus 1 durch 5 Millisekunden. Aber ohne das t natürlich. So, das ist die innere Ableitung. Verkettete Funktion, äußere Ableitung, innere Ableitung. So, ja, jetzt können wir wieder aus Minus und Minus ein Plus machen. Und eigentlich sind wir im Prinzip schon fast fertig. Jetzt können wir noch über die Einheiten hier nachdenken. Ja, so ein ganz kleines bisschen. So, und also ich schreibe das mal einmal ab. Hier steht dann 10 Ampere-Sekunden durch diese 5 Millisekunden und mal E hoch minus T durch 5 Millisekunden. So, und ja, 10 durch 5 sind 2. Sekunden durch Sekunden kürze ich weg und Milli kann ich schreiben,
Genau, als ist wieder ein Tausendstel, kann ich da als Tausend oder ich kann auch das Milli unten wegmachen, kann hier oben Kilo hinschreiben zum Beispiel. Ja, so. Und dann steht das Ergebnis ja fast, da können wir nochmal ein bisschen schick hinschreiben, steht da 2 Kiloampere mal E hoch minus T durch 5 Millisekunden. So, und das ist mit Sicherheit das, was in dieser Aufgabe als Lösung rauskommen sollte für den gesuchten Strom. Weil die Aufgabenstellung in der Aufgabe meiner Erinnerung da war, naja, da ist entweder ein Strom oder eine Ladung gegeben und man soll jeweils die andere Größe bestimmen, ja, durch Ableitung oder durch Integration. Und in dem Fall war es einfach, weil war Ableitung und keine Integration. So, und ja, was hier nochmal so ein bisschen bei rauskommt, ist, also 10 Ampersekunden oder 10 Coulomb ist ja jetzt, ne, 10 Coulomb klingt jetzt nicht nach einer wahnsinnig großen Ladung, ist aber schon eigentlich eine ziemlich große Ladung, also 10 Coulomb sind schon ganz ordentlich, weil um diese 10 Coulomb praktisch aufzuladen, ja, brauche ich eben 2 Kiloampere als Strom. Zwar nur für eine kurze Zeit, aber 2 Kiloampere ist eben trotzdem schon ganz ordentlich, ja, weil wieder so zwei Straßenbahnen, die da anfahren praktisch. Ja. Und jetzt kann man sich natürlich, könnte man sich überlegen, wenn ich jetzt der Ladung mehr Zeit gebe, ja, also wenn ich 10 Coulomb aufladen will, nicht in ein paar Millisekunden, sondern vielleicht irgendwie ein paar Sekunden, ja, wenn ich hier nicht Millisekunden zu stehen habe, sondern Sekunden zu stehen hätte, dann würden wir ja hier auch nicht durch Millisekunden teilen, sondern nur durch Sekunden teilen. Und dann hätte ich hier auch kein Milli zu stehen, was hier oben zu einem Kilo wird, sondern einfach gar nichts. Und dann würden da auch nur 2 Ampere fließen und nicht 2 Kiloampere. Also der Strom ist jetzt in dem Fall so groß, weil ich die Ladung schnell aufladen will. Oder weil die Ladung schnell aufgeladen wird. So, und das hier, diese Millisekunden oder eben Sekunden stehen, das hat wieder genau den gleichen Grund wie vorher oder die gleiche Bewandtnis. Ich kann nur E hoch eine Zahl rechnen, ich kann nicht E hoch eine Einheit rechnen. Die Zeit ist in Sekunden, deswegen muss ich durch irgendwas teilen, was auch die Einheit Sekunden hat oder mal irgendwas rechnen, was meinetwegen die Einheit Hertz hat, sodass das hier oben das Argument oder hier eben das Argument in der E-Funktion einheitenlos wird, eine Zahl wird, weil ich kann nur E hoch eine Zahl rechnen. Ja, E hoch eine Zahl ist eine Zahl. Eine Zahl minus eine Zahl ist eine Zahl. Eine Zahl mal Ampersekunden ergibt Ampersekunden, ergibt eine Ladung. Und hier genauso Zeit durch Zeit ist, eine Zahl ist einheitenlos, E hoch eine Zahl ist auch einheitenlos, aber diese Zahl, das einheitenlose mal Ampere mal Kiloampere ergibt eben einen Strom. Genau das, was hier rauskommen sollte. Das funktioniert auch. So, und wenn wir jetzt noch ein ganz bisschen Lust und Laune haben, dann könnten wir das bei der Aufgabe jetzt auch nochmal zeichnen, auf genau die gleiche Art und Weise, ein bisschen als Wiederholung von dem, was wir in einem anderen Übungstermin schon mal gemacht haben oder was eben in dieser hier vorne angesprochenen Aufgabe passiert ist. Mit dieser Ableitung und der Integration, da können wir vielleicht gleich auch noch kurz drauf eingehen. So, ich zeichne dafür auf jeden Fall mal wieder 2 Diagramme. Einmal die Ladung. Und einmal den Strom. Und das beides in Abhängigkeit von der Zeit. So, und dann ist ein bisschen die große Frage, naja, wie sieht diese Funktion aus oder wie sieht diese Funktion aus? Wie könnte ich die jetzt am einfachsten, am geschicktesten zeichnen? Also wenn wir mit der hier oben anfangen, die aber mit Sicherheit jetzt die komplizierteste ist, wie sieht die aus? Hat jemand eine Idee oder wie könnte man sich das überlegen, wie könnte man sich das herleiten?
Wie sieht eine normale E-Funktion aus? Also wenn ich, ne, wir haben jetzt hier eine E-Funktion, die irgendwie von t abhängt und mit Minus und Minus und so. Wenn ich jetzt mal hier mir daneben nochmal ein Diagramm male und ich male mal dieses Diagramm einfach mit einer y-Achse und einer x-Achse und suche mir jetzt wieder verschiedene Farben und fange mal an mit irgendeiner Farbe hier zum Beispiel grün. Und mit grün will ich mal einfach eine Funktion e hoch x einzeichnen. Wie sieht eine Funktion e hoch x aus? Die man so aus seinem normalen Schulleben kennt, so wie man E-Funktionen kennengelernt hat. Wie sieht die aus? Du hast so eine Idee. Ja. Die macht das so, stimmt's? Also ist hier vorne so Dings und dann steigt die hier an. Und bei 0 hat die den Wert 1 und dann steigt die immer steiler an und immer steiler an und immer steiler an. Und bei, also zwischendurch bei 1 hat die den Wert e, ne? Weil e hoch 1 ist eben e und e sind ungefähr 2,73. Und an der Stelle 0 hat die den Wert 1. So, das ist eine E-Funktion. So. Und warum sieht die so aus? Was hatten wir vorhin gesagt? Wenn ich die E-Funktion ableite, nee, ist einfach nur e hoch x. Ja, weil vor dem x steht ja eine 1, also sozusagen e hoch 1x ist abgeleitet einmal e hoch x. Aber die E-Funktion abgeleitet ist wieder die E-Funktion. So. Und was hatten wir vorhin gesagt, was verbirgt sich grafisch gesehen hinter dieser Ableitung? Wenn ich eine Ableitung grafisch bestimme, wie habe ich das gemacht? Genau, also wieder den Anstieg bestimmen. Ja? So, jetzt nehme ich wieder mein Tablet und gucke mir den Anstieg von der Funktion an. Und der Anstieg hier vorne ist 0 oder ziemlich klein. Und die Funktion ist auch ziemlich klein, richtig? So, jetzt fahre ich hier die der Funktion entlang. Was passiert mit dem Anstieg der Funktion? Was passiert mit dem Anstieg der Funktion? Was passiert mit dem Anstieg der Funktion, wenn ich die Funktion hier entlang fahre? Wird größer, ja? So, wird größer. Jetzt mache ich hier so weiter. So, jetzt bin ich irgendwie an der Stelle und die Funktion wird auch gleichzeitig größer. So, jetzt kann ich gucken, wie groß ist hier ungefähr der Anstieg? Wenn ich hier so ein Anstiegsdreieck einzeichnen würde, wie groß ist der Winkel hier? 45 Grad und bei 45 Grad habe ich einen Anstieg von 1. Ist x und y genauso groß. Ja, und die Funktion, also siehe da, die Funktion ist auch 1. Ja, also das ist ja verwunderlich. Ja? Nee, ist nicht verwunderlich. Ist also, so, und jetzt wird der Anstieg wird immer größer und die Funktion wird auch immer größer. Der Anstieg wird immer größer und die Funktion wird immer größer, weil Ableitung und Funktion genau das Gleiche ist. Ja? Deswegen, genau deshalb sieht eine E-Funktion genauso aus, wie sie aussieht, weil die Ableitung der E-Funktion ist eine E-Funktion und der Anstieg der Funktion ist genauso groß wie die Funktion selbst. Ja, genau so, deshalb sieht eine E-Funktion so aus, wie sie aussieht. So, und jetzt haben wir ja aber nicht hier eine e hoch x, sondern wir haben e hoch minus x. So, wie sieht jetzt e hoch minus x aus? Genau, und also ich spiegle die, woran spiegle ich die? Also ich mache aus positiven x mache ich negative x, aus negativen x mache ich positive x. Aus positiven x mache ich negative x, aus negativen x mache ich positive x, ich spiegle an der y-Achse. Ja, ich nehme die und klappe die so rum. So, also e hoch minus x sieht dann so aus. Ja, darf natürlich nicht hier drunter gehen, dann habe ich jetzt ein bisschen unsauber gezeichnet, aber können wir uns vorstellen. So, das ist e hoch minus x. Die habe ich an der y-Achse gespiegelt. So, jetzt geht es weiter. Jetzt wollen wir ja nicht e hoch minus x haben, sondern wir wollen minus e hoch minus x haben. Wie kriegen wir minus e hoch minus x? Genau, jetzt müssen wir an der x-Achse spiegeln. Ja? Weil ich mache ja aus allen positiven y-Werten mache ich negative y-Werte und andersrum. Also minus e hoch minus x sieht so aus.
So. Und die schneidet das jetzt hier an der Stelle natürlich genau bei minus 1. So, und jetzt möchte ich als letzte Funktion noch rausbekommen, eins minus e hoch minus x. So, was mache ich, was macht jetzt die 1? Nach oben verschieben, und zwar um 1. Weil ich könnte das ja auch schreiben als minus e hoch minus x plus 1. Ja, und es ist total offensichtlich, dass ich jetzt das alles nehme und um 1 verschiebe. Also vorher war die hier bei minus 1, jetzt ist die eben bei 0. Und vorher näherte sie sich hier asymptotisch der x-Achse an, und jetzt muss die sich eben asymptotisch dieser Linie annähern, wo x gleich 1 ist. Und dann sieht die eben ungefähr so aus. So, ja, also die geht nicht hier drüber, die nähert sich hier nur asymptotisch an. So, aber das hier ist jetzt 1 minus e hoch minus x. So, das ist das, was wir hier oben haben. Ja, und das wird jetzt eben nochmal mit den 10 Ampere-Sekunden multipliziert. Also hier geht das hier auf 1 und deswegen geht das jetzt hier in dem Diagramm auf 10 und die Einheit ist in Q in Ampere-Sekunden. So. Ja, also hier oben wäre diese Asymptote und jetzt, so wie hier diese E-Funktion ist, so zeichne ich die jetzt hier so aus der hohlen Hand ein, so, dass die sich hier so asymptotisch annähert. So, also das ist die Ladung. Jetzt müssen wir uns noch irgendwie überlegen, wie skaliere ich denn jetzt diese Zeitachse hier? Wo schreibe ich da jetzt wie was dran? Also es wird ja irgendwas mit den 5 Millisekunden zu tun haben, aber schreibe ich die 5 Millisekunden nur hier vorne oder hier hinten oder in der Mitte oder wie kann man das machen? Wie kann man sich da behelfen? Also wir könnten gucken, ja, wir haben mal hier drüben so angefangen mit dieser, mit der grünen Funktion. Und die grüne Funktion, die hat ja bei 1 den Wert e. Ja, und wenn ich hier minus 1 einsetze, bei minus 1, was muss die hier für einen Wert haben? Wie groß ist dieser Abstand hier? Es muss ja genau e hoch minus 1 sein. Ja? So, und e hoch minus 1 kann ich auch wie ausrechnen? Genau, also 1, ne? E hoch minus 1 ist das gleiche wie 1 durch e und 1 durch 2,73 ist eben ungefähr, man würde vielleicht eher ein ungefähr schreiben, ungefähr 0,73. So, also hier habe ich 0,73. So, jetzt habe ich das hier rüber gespiegelt, dann waren das hier auch 0,73, ja, an der Stelle 1. Also hier habe ich 0,73 und jetzt habe ich minus 1 gerechnet, dann sind das hier unten, das sind auch, ein bisschen schief geworden, aber das wären auch minus 0,37, nicht 73, 0,37 und jetzt habe ich plus 1 gerechnet. Also hat diese Funktion hier an der Stelle, ja, weiß nicht so richtig, wo ich das jetzt hier noch geschickt hinschreibe. Also dieser Wert hier an der Stelle, ja, das ist 1 minus 0,37 ungefähr. Und das ist eben das gleiche wie, 1 minus 0,37 ist 0,63. So, also da, wo die Funktion 63%, das ist das gleiche wie 63%, da, wo die Funktion 63% von dem Endwert hat, da ist genau 1. Da war mal das Argument der E-Funktion 1 und hier oben wird das Argument der E-Funktion ja 1, wenn ich für t genau 5 Millisekunden einsetze.
Weil 5 Millisekunden durch 5 Millisekunden ergibt 1, ergibt genau die gleiche 1 wie hier unten. So, also könnte ich jetzt hier gucken, ja, hier sind 10, 6,3, 63% von dem könnten ungefähr hier so sein. Ja. Ich muss mich immer direkt davor stellen, um sowas zu zeichnen. So, 63%. Und dann könnte ich gucken, dann müssten hier unten an der Stelle, da müssten eben die 5 Millisekunden sein. Und wenn hier 5 Millisekunden sind, dann sind hier eben 10 Millisekunden. Und wenn hier 5, 10, dann sind hier 15 Millisekunden und so weiter und so fort. Ich mache mal die Millisekunden wieder weg und schreibe einfach 10 Millisekunden hin. Spare ich mir ein bisschen Platz. So. Also hier ist T in Millisekunden. Und es gibt noch einen zweiten Tipp oder Trick, den habe ich beim letzten Mal auch erklärt, was man auch noch machen kann. Ist, ich kann an die E-Funktion immer eine Tangente ranzeichnen und da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, da ist genau eine solche Zeitkonstante um. Also das, was hier unten steht, das nennt man auch Zeitkonstante. Ja, und immer da, wo, jetzt kann ich hier so weitermachen, ich packe hier wieder eine Tangente dran, da wo die Tangente die Asymptote schneidet, ist wieder eine Zeitkonstante um. Da wo die Tangente die Asymptote schneidet, ist wieder eine Zeitkonstante um, geht immer so weiter. So, und naja, um das jetzt irgendwie rasch zu Ende zu bringen, wenn wir jetzt noch den Strom zeichnen wollen, der Strom ist ja einfach nur dieses E hoch Minus, ja, das war hier unsere rote Funktion, die sieht eben so aus und wenn ich die so einzeichne, macht die eben genau das Gleiche. Ich zeichne mal mir hier die gleiche Zeiteinteilung rein, also auch mit 5, 10 und 15 Zeit in Millisekunden und will hier oben bei 2 Kiloampere anfangen, I in Kiloampere, hier ist eine 2. Und dann zeichne ich mir mal so ganz seicht diese Tangente ein, sodass die Tangente die Asymptote schneidet. Und dann muss meine E-Funktion sich hier vorne eben hier anschmiegen, dann irgendwie so ein bisschen Knick machen und sich hier asymptotisch, hinten ist sie mir ein bisschen entglitten, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Also hier vorne ist die an der Tangente, dann macht die den Bogen und hier hinten muss sie sich asymptotisch an die Zeitachse anschmiegen. So, und dann sieht der Strom ebenso aus wie hier unten und in blau die Ladung sieht so aus wie hier. Und jetzt haben wir gesagt, wenn ich die Ladung ableite, kommt der Strom raus. Ja, Ladung abgeleitet ergibt den Strom und Ableitung grafisch gesehen, wie konnte ich grafisch eine Ableitung bestimmen? Mit dem Anstieg, richtig? So. Also gucke ich mir von der Ladung den Anstieg an und gucke, wie groß ist der Anstieg hier? Groß, also positiv und groß, ja, weil der wird ja hier nur noch kleiner und kleiner und kleiner. Und deswegen, also wenn die Ladung sich hier so ändert, ist der Strom, wenn die Ladung ansteigt und ziemlich stark ansteigt, habe ich einen großen Strom und jetzt wird der Anstieg immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und geht gegen Null und deshalb geht der Strom, wird der Strom immer kleiner und kleiner und kleiner und geht gegen Null. So, und wenn ich das andersrum mache, ja, also in die Richtung, das war jetzt wieder die, von hier nach hier die Ableitung und in die andere Richtung kann ich das auch machen, dann wird das die Integration. So, und Integration funktionierte grafisch wie? Wie konnte man eine Funktion grafisch integrieren? Was verbarg sich grafisch hinter einem Integral? Die Fläche, ja, so. Und das heißt, ich gucke wieder Fläche zwischen der Funktion, zwischen der Zeitachse oder X-Achse und zwischen einer vertikalen Linie. Ja, so, und hier vorn kommt eben viel Fläche dazu. Hier kommt erstmal viel Fläche, viel Fläche, viel Fläche dazu. Deswegen steigt das relativ steil an. Und dann wird die Fläche, die dazu kommt, die wird immer kleiner.
Ja, und hier kommt weniger Fläche dazu. Und es kommt immer weniger und weniger Fläche dazu und weniger. Und am Ende kommt fast gar keine Fläche mehr dazu. Und deswegen steigt das an, aber der Anstieg wird immer geringer und immer geringer und immer geringer und es nähert sich einem asymptotischen Endwert. Ja, und genau so sollte das auch sein. So. Und wenn man das mal einmal sozusagen verstanden hat, zum Beispiel für Ladung und Strom, ja, dann kann man das eben auch genauso anwenden auf andere Probleme oder Herausforderungen, wo genau solche Formel auftaucht. Also zum Beispiel Induktionsgesetz. Ja, wenn sich der Strom ändert an einer Spule, wird eine Spannung induziert. Ist genau die gleiche Formel, okay, bloß dass dann noch irgendwie ein Faktor davor steht. Ja, und wenn ich mir das an einem Kondensator angucke, dann gilt an einem Kondensator die duale Formel, wie man so schön sagt. Also ich mache aus dem L ein C, aus der Induktivität eine Kapazität, aus dem Strom eine Spannung und aus der Spannung ein Strom. Und dann ist das im Prinzip genau die gleiche Formel, die wir hier aufgeschrieben haben, bloß dass da eben auch so ein Faktor auftaucht, weil Ladung und Spannung an einem Kondensator eben proportional zueinander sind und der Proportionalitätsfaktor ist genau das C. Ja? Aber genau die gleiche Formel, genau der gleiche Zusammenhang. So, jetzt kann man sich noch letzte Idee überlegen, ja, kennt man noch andere Formeln aus der Physik oder so, wo sowas Ähnliches drin auftaucht? Also irgendwas nach der Zeit abgeleitet ergibt eine andere Größe? Genau, Geschwindigkeit, weil wie kann ich Geschwindigkeit ausrechnen? Genau, wenn die Strecke sich ändert, ne? Wenn der Weg oder wenn die Strecke sich ändert, wenn der Ort sich ändert über der Zeit, dann muss der Körper, der sich bewegt, eine Geschwindigkeit haben. So, wenn die Geschwindigkeit sich ändert über der Zeit, bitte? Wenn ich bewege mich langsam und dann bewege ich mich schneller, ich ändere meine Geschwindigkeit, was erfahre ich dann? Wie nennt man das physikalisch? Das passiert, wenn man bei einem Beschleunigung, ja? So, Beschleunigung zum Beispiel, Acceleration, Velocity, Acceleration, so. Und zum Beispiel, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon diskutiert, wenn eine Energie oder eine Arbeit, das soll jetzt hier ein kleines W sein für Work, wenn die Arbeit oder wenn die Energie sich über der Zeit ändert, wenn ich Energie pro Zeit habe oder Arbeit pro Zeit, Leistung, genau, ne, hat man eine Leistung, P von T. Und gibt es bestimmt noch ein paar mehr Formeln, ja, und es ist, also, wenn ich das für das hier verstanden habe und anwenden kann, kann ich das für da überall genau das Gleiche machen, weil das ist ja die gleiche Formel. Bloß, dass die Kinder da drin andere Namen haben, ja, die Formelzeichen. Aber wenn man das einmal verstanden hat, kann man das immer und immer wieder anwenden. Man muss nur verstanden haben, dass das eben immer wieder genau das gleiche Prinzip ist. Ableitung und Integration.